scheine online zu sein. Also mein Handy sagt mir immer, wenn wenn die Verbindung zu schwach ist, mein Computer macht das irgendwie nicht. Also hoffe ich, dass das irgendwie reicht gerade. Ja, wow, es geht weiter. Wir haben wieder was zum Spaß haben und eine interessante Story. Und gucken uns jetzt an, was wir da alle zusammen draus machen können. Hallo René, ja, schön, dass ihr interessiert seid und zuguckt, weil genau darum geht es gerade. Ist halt die Frage, ob die Leute, die das damals interessiert hat, vor 4 Jahren, immer noch interessiert daran sind, wie das jetzt weitergeht. Weil jetzt, 4 Jahre später, geht es weiter. Das heißt, so, für all die, die nicht wissen, worum es dabei ging, einfach mal eine kurze Zusammenfassung. Ich bin 2013, 2014, 10 Monate hier auf Mallorca mit meinem T4 Wohnmobil der Pearl mit terranischen Nummernschildern rumgefahren. 10 Monate lang. In denen ich, also, was sind terranische Nummernschilder? Um erst das. Terrania.org war ein Netzwerk freier Menschen, zumindest nannte es sich so und war auch zwischenzeitlich als solches zu gebrauchen, existiert inzwischen leider nicht mehr, weil es sich, sagen wir mal, kaputt entwickelt hat. Es ist irgendwie erstickt an irgendwelchen Ego-Trippereien und, jetzt gab es bei dem Terrania-Netzwerk nicht nur die Möglichkeit, sich selbst zu registrieren als Menschen, als Erdling. Terrania heißt unsere Erde. Und das habe ich gemacht. Viele andere auch. Und ich habe halt eben auch von der Möglichkeit, Tito, Tito, bitte. Da, ja, ist nicht so schlimm. Hau rein. Ich mache mal kurz die Tür zu. Wird's was leiser. Dann kannst du da hinten rumbellen und ich höre es nicht so. Und die anderen auch nicht. So. Zusätzlich zu der Möglichkeit, sich selbst, seine Person da zu melden, damit man wie gefordert irgendwo gemeldet ist und auffindbar ist, wenn irgendwelche Probleme mit jemandem auftauchen. Zusätzlich dann auch die Möglichkeit, sein Auto auf Terrania zu registrieren. Klar soweit? Wir haben quasi etwas geschaffen damals, was den Forderungen nachkam, die gestellt sind, aber auf einem Weg, den wir vertreten konnten und der nicht über andere und dann unter deren Kontrolle lag. Ich hoffe, das Gebell von Tito stört gerade nicht allzu sehr. Er wird gleich aufhören. Es ist nur gerade. Ich glaube, die Gudrun kommt. Jawohl. Ah, und noch jemand. Deswegen bellt er so. Furz! Aus jetzt! Ist gut! Ich mach mal die Tür wieder auf. Und gebe dem Hund ein Leckerchen und dann hält er die Klappe. Oder? Hier. Holen und still sein. So, Entschuldigung bitte, aber so ist nun mal das halt eben, wenn man live geht, dann ist das halt alles live. Live ist live. So, ich hatte mein Auto, die Pearl, in Terrania registriert und angemeldet und hatte dann halt eben entsprechende Nummernschilder, auf denen meine terranische ID zu lesen war. Ganze 10 Monate bin ich im Durchschnitt ungefähr einmal pro Woche in eine Polizeikontrolle gefahren. Das ging wirklich, also vielleicht war mal eine Woche, wo es ausgesetzt hat, dafür hatte ich in der anderen zwei. Aber im Schnitt, grob kann man sagen, so einmal pro Woche bin ich da im Kreisel von der Polizei angehalten worden. Und das endete grundsätzlich mit, wow, cool, fahren Sie weiter, tschüss. Weil ich habe denen immer gesagt, ich bin nirgendwo gemeldet, ich lebe wie ein Gitano, wie ein Zigeuner. Aber
Ich bin mit meinem Auto in diesem Netzwerk gemeldet. Gib mal dein Handy, poken wir das da mal bei Google ein und guckst du, siehst du direkt mein Gesicht. Und meine Telefonnummer, meine E-Mail und sofort siehst du, wenn irgendein Problem mit dem Auto ist, und das steht hier vorne in der Windschutzscheibe, das da einfach eintippen. Und die fanden das alle super geil. Und dann bin ich im August 2014 einem Polizisten hier in Capdepera über den Weg gefahren. Und ich sagte in dem Moment, wo ich ihn sah, noch zu meiner Freundin, die damals mit mir unterwegs war, ich müsste mir eigentlich mal das Recht einklagen, nochmal von der Polizei belästigt zu werden. Nachdem ich da 10 Monate da so einfach da mit den Dingern da rumgefahren bin und die das alle toll fanden, konnte man ja keine Story draus machen, ne? Kam dann halt eben Tolomoi und gab mir die Gelegenheit dazu, genau das zu tun. Der hatte nämlich 5 Sekunden, nachdem ich das gesagt habe, hielt er mich an und hatte dann ein Problem mit den Nummernschildern. Das geht so nicht. Und hat mir im Zuge dessen mein Zuhause weggenommen. Er wollte einfach mein Auto konfiszieren und dachte, das darf er. Aber er darf mir nicht einfach so mein Zuhause wegnehmen und mich von jetzt auf gleich einfach auf die Straße setzen. Zumal ich ihm gesagt habe, eskortiere mich 4 Kilometer da oben bis auf die Finca von meinem Kumpel, dann kann ich mein Zuhause da abstellen. Du kannst das Lenkrad mitnehmen, du kannst die Räder abmontieren, du kannst das Auto so weit außer Betrieb setzen, kannst die Nummernschilder mit, kannst alles, aber du nimmst mir nicht mein Zuhause weg. Nö. Ich so, echt jetzt? Habe ich ihn dreimal gefragt. Dreimal hat er mir das bestätigt, dass er das wirklich so handhaben wollte. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lässt du mir keine Wahl. Dann muss ich dein Spiel annehmen, aber ich spiele es dann nach meinen Regeln und ich zeige dich an. Weil das, ne, du tust gerade genau das, was du mir vorwirfst, nämlich etwas Verbotenes. Per Gesetz verboten. Das darfst du nicht einfach so. Ich sag, du bist auch nur ein kleiner Polizist. Ja, und dann, das war freitags abends, bin ich erstmal, habe ich mich von meinem Kumpel abholen lassen. Dann haben wir uns ein Wochenende Gedanken gemacht und montags mittags waren wir dann wieder da, um ihn anzuzeigen. Seine Kollegen haben mich eine halbe Stunde auf ihn warten lassen, damit wir das untereinander regeln können. Die hatten nämlich schon keinen Bock drauf. Die haben mir in der Folge geholfen, ihn ans Messer zu liefern. Und dann ist er da. Und ich will meine Anzeige gegen ihn vorbringen, bei ihm am Schreibtisch. Und er macht so, zieht einen Haftbefehl aus seinem Stapel da und fängt vor meinen Augen an, den auszufüllen. Also einen Haftbefehl gegen mich. Das war ein Blankopapier vorher. Ne? Da war nur das Formular. Und dann fing er das an, vor meinen Augen auszufüllen. Dann habe ich 7 Stunden da in Einzelhaft gesessen und wurde dann mit einer Akte, die 400 Seiten dick war, die der übers Wochenende zusammengestellt hatte, weil er wenigstens begriffen hat, dass er gerade einen dicken Fehler begangen hat. 400 Seiten, ihr kennt die 500 Stapel Papier, ne? Wo immer ihr euer Druckerpapier kauft. So, das sind 500 und 80% davon. So dick war das Ding. Das hat er am Wochenende alles ausgedruckt. Und wahrscheinlich noch in den 7 Stunden, die ich dann da gesessen habe. Dann bin ich zur Guardia Civil nach Arta gefahren worden und am nächsten Morgen zum Gericht nach Manacor, wo ich die Richterin das erste Mal getroffen habe. Meine liebe Schwester Clara. Hihi. Und dann habe ich die ganze Zeit schon erfolglos versucht zu erzählen, dass der uns hier gerade alle auf den Leim legt, dass er gerade sein Amt missbraucht, um sich selber vor dieser Anzeige zu schützen. Und in der Anzeige, die er gegen mich vorgebracht hatte, hat es dann auf einmal gar nichts mehr mit dem zu tun, weswegen er mir nämlich das Auto tatsächlich weggenommen hat, nämlich das war, weil ich meine Versicherungspapiere nicht vorlegen konnte, weil ich die zum Zeitpunkt nicht hatte, aber dann in der Folge nachgelegt habe.
Um die Versicherung ging es dann gar nicht mehr in der Anzeige. Da war kein Wort mehr von der fehlenden Versicherung. Da ging es nur noch um Falsifikation von Dokumentos. Ja, also Dokumentenfälschung. Weil ich in Berlin, als ich das Auto bekommen habe, die erste Woche auch schon mit diesen Nummernschildern gefahren bin. Und von der Polizei, da kann man sich noch ein schönes YouTube-Video zu angucken, eine ganze Stunde, die ich mich mit denen da unterhalten habe. Und da hat man mich dann auch in Aachen abgeführt und 2 Stunden später, also die wollten mich dann zuerst aufs Polizeirevier, ich hatte aber keine Lust auf Polizeirevier und habe mich in die Klapse von denen fahren lassen, weil ich viel mehr Bock hatte, mal einen Psychiater vor mir sitzen zu haben, der mich einbuchten will und mal gucken, wie ich da rauskomme. Ja, 20 Minuten später war ich draußen mit einem Zettel, auf dem stand, dass sie dringend empfehlen, mich einzubuchten, ist aber nicht, also nicht einzubuchten, sondern in Behandlung zu nehmen. Es aber nicht können, weil ich offensichtlich weder für mich noch irgendjemand anderen eine Gefahr bin und offensichtlich absolut klar bei Verstand. Da ich diese Vorgeschichte ja schon hatte, konnte ich mich hier auf so einiges einlassen. Und da ist es halt eben dazu gekommen, dass auch was im Internet gelandet ist. Und das hat Tolomoi gefunden. Spricht ein bisschen Deutsch, aber offensichtlich nicht ausreichend, um den Unterschied zwischen Dokumentenfälschung und angeblicher Dokumentenfälschung zu kennen. Im Artikel, den der wohl gelesen hat, da habe ich kurz mal gegoogelt und habe dasselbe Ding mit derselben Formulierung gefunden, da ging es nämlich darum, dass ich wegen angeblicher Dokumentenfälschung, im Artikel war das dann richtig, halt eben quasi ins Visier geraten bin, was man mir aber nicht nachweisen konnte. Weil es nicht so ist, weil ich keine Dokumente gefälscht habe, jedenfalls keine offiziellen. Das ist nicht so. Ich habe keine Dok bin kein Dokumentenfälscher. Habe ich gar nicht nötig. Ja, jedenfalls lief das Ganze dann daraus, dass er diesen Fehler übernommen hatte und in den Haftbefehl als Grund für die Verhaftung dann schon angebliche Dokumentenfälschung reinschrieb. Auf Deutsch. Auf einen spanischen Haftbefehl. Und ich sehe das nur so und denke mir so. Alter, ist dir gerade klar, dass du deine eigene Aussage in Frage stellst, respektive mir vorwirfst, ich hätte angegeben, Dokumente gefälscht zu haben? Das war schon der erste von vielen, vielen folgenden Formfehlern in diesem Verfahren. Und je länger sich das gezogen hat, desto wahnwitziger wurde das. Es lief dann darauf hinaus, dass die Jasmin und ich und der Tito bei Freunden dann waren, wo wir letztendlich 3 Monate ausgeharrt haben, bis wir unser Auto wieder hatten. Und in der Zeit sehr viel Hilfe hatten und es aber erfolgreich gemacht haben. Und zwar bin ich in dieser Zeit, habe ich mich geweigert, meine Person anzuerkennen und habe die ganze Zeit gesagt, nein, ich bin Mensch. Ich hatte keinen Anwalt, ich habe die Sprache nicht gesprochen, ich kannte die Gesetzeslage nicht. Und dennoch habe ich nach 103 Tagen mein Auto wieder gehabt, weil ich mich auf dieses Gegeneinander gar nicht eingelassen hatte und ein funktionierendes Netzwerk im Rücken. Und wir alle einen Haufen Spaß gehabt haben und es war lustig und wir haben es alle gefeiert. Es war richtig geil. Wir haben halt eben, es kam letztendlich, also ich habe alles öffentlich gemacht, so wie ich jetzt auch schon wieder direkt angefangen habe, auf dem Blog von der Les2020.de halt eben schon mal den ersten Post dazu wieder zu machen. Und jetzt geht die Story genauso weiter. Der Plan ist, genauso das zu machen, was sich bis jetzt als sehr bewährt entpuppt hat. Nämlich, ich mache mein Ding und ihr helft es aufzubauschen. Und dann gehe ich in diese Gerichtsverhandlung, aber mit ganz anderen Grundlagen als normalerweise die Leute dann dahin gehen. Und dann kann es passieren, dass die mich tatsächlich in den Knast stecken. Und dann seid ihr wieder am Zug und könnt euren Spaß haben und freundlich. Und das ist, genau so haben wir das damals gemacht. Da war ich zwar nicht im Knast, aber die Pearl. Und ich wollte ihn nun mal wieder haben und da haben wir ein kleines bisschen Action gemacht. Boah, das hat so einen Spaß gemacht und wir haben so gefeiert. Freitags nachmittags
Habe ich dann irgendwann die Schnauze voll gehabt und habe ins Facebook getippt. Wer Bock hat, ein bisschen Spielchen zu machen und zu helfen, die Pearl wieder zurückzubekommen, kann jetzt, ab jetzt, jetzt haben die Feierabend, da ist jetzt keiner mehr, bis Sonntagabend unter dieser Nummer Faxe und unter dieser E-Mail-Adresse E-Mails schicken. Schickt fleißig, egal was, aber freundlich. Und immer mit Georg Beres und Terranier im Betreff. Oder vielleicht auch nicht immer. Das macht es dann unübersichtlicher. Ne, kann auch. Es ist eigentlich scheißegal. Müllt die zu. Fax wie E-Mail. Und am Montag rufen wir ab 9 Uhr alle unter dieser Nummer fleißig an und fragen mal einfach nach dem Verbleib von der Pearl und warum das denn da alles so ist. Sei es halt eben auch einer von Terrania und würde das dich interessiert, das halt, scheißegal, einfach freundlich anrufen. Es war dann halt so, dass das Fax explodiert ist. Ja, das Ding ist ja, da laufen ja Faxaufträge dann da rein, die alle durchlaufen, die müssen das ja sichten, die können das ja nicht einfach alles löschen, was da am Wochenende reingekommen ist. Da kann ja was Wichtiges für die reingekommen sein. Das heißt, sie mussten das alles sichten. Genauso wie mit den E-Mails. Und das Telefon stand dann, war ne, ab 9 Uhr, kamst du nicht mehr durch und irgendwann hat es dann nur noch geklingelt, weil die gar nicht mehr dran gegangen sind. Und so gegen 20 nach 9 weiß ich von einer Augenzeugin, ich habe meine Augen überall, selbst in dem Büro, wo dann die Richterin drin war, hat die mir gesagt, die Richterin war außer sich. Hat rumgebrüllt, man soll, die Nummernschilder würden sie behalten, aber man soll dafür sorgen, dass ich spätestens in 3 Tagen mein scheiß Auto wieder habe und sie wolle nie wieder mit mir zu tun haben. Ich könne sie doch nicht in aller Öffentlichkeit liebe Schwester Clara nennen. Das war das, was ich von meiner Übersetzerin, die zu der Zeit gerade zufällig mit im Raum war. Oder vielleicht auch gar nicht so zufällig, vielleicht haben die auch mit dazu gerufen, keine Ahnung. Ja, 3 Tage später hatte ich jedenfalls mein Auto wieder und seitdem habe ich quasi nichts mehr von denen gehört, bis auf letztes Jahr, als ich meine NI beantragt habe, meine Numero Identificación Extranjero, meine Ausländeridentifikationsnummer, die ich beantragt habe, dann dahin zum Amt, um die abzuholen und dann stattdessen festgenommen worden bin. 7 Stunden festgehalten worden, blind bloß, um mir zu vermitteln, dass das Gericht in Manacor gerne eine Adresse von mir hätte. Hätten sie mir auch direkt bei der Festnahme sagen können, wäre ich sofort dahin gefahren, wahrscheinlich sogar mit meiner NI. Also ich habe ich bin registriert im Computer, aber ich habe das Ding nicht. Ich benutze die NI auch nicht. Also bis heute habe ich sie nicht gebraucht. Ja, und sollten die mich wirklich in den Knast stecken, dann habt ihr auf jeden Fall vorher schon längst die entsprechenden Nummern und Telefon und dann weiß ich dann, werdet ihr, ich weiß das auch, das Ding ist, es waren damals so viele Leute da dabei, weil dann die, die mitgemacht haben, ihren Spaß dann auch im Internet geteilt haben und dadurch irgendwie bis Sonntagabend richtig viele Leute da waren. Ausreichend auf jeden Fall und viel mehr brauchen wir brauchen nicht mehr als ausreichend. Aber ich weiß, dass immer ausreichend Leute da sind. Und sollte ich wirklich in den Knast gehen, weiß ich, dass die sich damit gerade ein ordentliches Problem geschaufelt haben und es nicht lange dauern wird, bis die Tür aufgeht und man mir sagt, sie können wieder gehen. So wie ich das gewohnt bin. Ich kenne es nicht anders. Deswegen wüsste ich gerade nicht, wovon ich sonst ausgehen soll. So, und wenn ihr mitspielen wollt, dann habe ich gerade die Rollenverteilung in dem Spiel definiert. Ich mache meinen Teil, ihr macht immer. Keiner muss irgendwas machen, wo er nicht mit, was er nicht mit sich vertritt. Dann wäre das sinnlos. Also ne, nur Spaß haben, einfach wirklich Spaß haben. Und dann lasst uns dieser Gerichtsbarkeit zeigen, dass man mit Menschen nicht so umgehen kann. Und dass ihre Spielchen auf Augenhöhe nicht fruchten. Und damals hat hier die kleine Dorfzeitung von Cap de Pera drüber berichtet. Ich glaube, dieses Mal berichten da ganz andere Blätter mit drüber. Und dann haben wir noch viel, und dann können wir in den Medien zeigen, dass wir nicht am kürzeren Hebel sitzen. Das ist nämlich das ist halt eben das, was die uns die ganze Zeit glauben machen, dass wir machtlos sind gegen die. Aber wir sind nicht machtlos. Und jetzt kann uns da überhaupt gar keiner mehr dran hindern, das zu zeigen. Es sei denn, sie erschießen mich. Aber dann, wenn die mich erschießen, weiß ich, dass ich sofort den Status von einem Rudi Dutschke habe. Minimum.
weil dann wohl auch absolut klar ist, warum ich erschossen worden bin. Und dann dürfte interessant werden, warum ich erschossen werden bin. Also da habe ich auch nichts zu verlieren. Und das ist mein Leben. Den Tod sterbe ich genauso gerne, wie Steve Irvine sich wahrscheinlich nichts Schöneres vorstellen konnte, als von irgendeinem Tier dahin gerafft zu werden. Und wenn es da, dass es dann am Ende ein Stachelrochen war, also ich bin mir manchmal nicht sicher, ob der Crocodile Hunter sich nicht umgebracht hat, ob das nicht Selbstmord war, weil wer packt denn bitte einen Stachelrochen am Schwanz? Also jemand, der sich mit Zoologie auskennt und so. Aber das ist ein ganz anderes Thema, ne? Ja, so wie auch immer, es ist auf jeden Fall so, da kommen schon wieder solche Fragen. Ja, die werde ich alle mal demnächst beantworten. So die Kleinigkeiten zu, wie das alles funktioniert mit terranischen Nummernschildern und ohne Versicherung. Es ist nicht ohne, man fährt nicht ohne Versicherung. Das Problem ist, dass man mit Versicherung entsprechend verunsichert fährt, wenn man gar nicht gelernt hat, vorher mal sicher zu fahren, nämlich ohne Netz und doppelten Boden. Und dann stellen sich Fragen nicht, was passiert, wenn ich mit meiner Karre in dein Auto hinten reinfahre. Ja, wenn ich keine Versicherung habe, da passiert mir ja nicht, da kannst du mir glauben. Da habe ich gerade nichts anderes im Fokus als das, was ich gerade vor der Nase habe. Das mache ich auch mit inzwischen, seitdem ich 10 Monate Sicherfahrtraining hatte, ohne Netz und doppelten Boden, habe ich meine Fahrweise danach nicht geändert, bloß weil meine Autos wieder versichert waren. Die habe ich bloß versichert, damit ich in Ruhe fahren kann, damit die mich in Ruhe lassen. Aber ich weiß, was für eine tickende Zeitbombe ich früher war, als ich mich nicht nur zum Fahren ins Auto gesetzt habe, sondern mich auch dabei abzuregen oder vom Radio unterhalten zu lassen oder vielleicht zu vergucken, dass ich in einer Rechts-vor-Links-Falle jemanden dazu bekomme, mir reinzufahren, damit ich ein neues Auto bekomme. So ein Scheiß alles, ne? Das sind so gängige Dinge. Alkohol trinken oder was, das ist gar nicht mal das Alkohol trinken das Problem, sondern wenn das Leute tun, die damit nicht klarkommen beim Autofahren. Ich bin zum Beispiel einer davon. Alkohol ist für mich überhaupt gar keine Option in Kombination mit Fahren. Ich kenne aber so zwei, drei Leute, denen ich erst vertraue und mich auf den Beifahrersitz setze, wenn ich weiß, dass die ihr Gläschen getrunken haben. Weil die erst dann in dem Modus sind. Also verallgemeinern kann man das halt nicht. Das sollte jeder für sich. Und dann würde man auch sicheres Fahren lernen. Da würde man auf einmal mit einem Gefühl von Sicherheit im Auto sitzen, denselben Spaß beim Autofahren haben, den man bei einer PlayStation mit irgendeinem Racing-Game hat. Da ist man da drin. Da interessiert gerade nichts anderes. Und es gilt, einen perfekten Abschnitt nach dem anderen zu fahren. Ich trainiere das auf der PlayStation und im Auto. Ich habe lang aufgehört, bei der PlayStation die Rennen zu fahren. Ich bin sehr, sehr viel dann einfach nur noch bei Need for Speed freie Fahrt gefahren, um einen perfekten Abschnitt nach dem anderen zu sehen. Nichts kaputt zu fahren. Also so kann man so ein Spiel dann auch spielen. Ist ja kackegal, was die da vorgeben als Ziel. Ich kann mir ja meine eigenen Missionen schaffen. Für mich war das aber Fahrtraining. Ich habe mich dabei die ganze Zeit beobachten können, wie ich voll konzentriert vor dem Ding sah. Genauso voll konzentriert, wie man mich am Steuer sehen kann. Gibt so Bilder von mir, wo ich fahre. Da steht dann immer drunter, Bauchi, was bist du? Was guckst du so böse? Da brauche ich das schon gar nicht zu erklären. Da schreibt schon derjenige andere darunter, nee, das ist ein konzentrierter Gesichtsausdruck. Ja. So, und das sind halt so Sachen, wenn man dann, ne, da hat es dann sehr viel mit Prävention zu tun. Das hat dann sehr viel damit zu tun, dass man nicht nur vorsichtig, sondern wirklich umsichtig fährt. Also es ist einfach ein völlig anderes Autofahren geworden. Aber da, wie gesagt, da mache ich dann mal irgendwann explizit dann dazu nochmal Videos. Oder gerne Workshops oder sonst irgendwas. Das ist ja, ne, aber das sind so Sachen, die sollte man sich, wenn man Auto fährt, auf jeden Fall wenigstens mal angehört haben. So, ne, kann man finden, wie man will. Vielleicht findet man es doof und baut weiter Unfälle oder man hört eben damit auf. Und Unfälle passieren dann auf einmal nur, nicht nur auf der Straße nicht mehr. Seitdem ich das so handhabe, habe ich keine Unfälle mehr. Deswegen brauche ich auch keine Krankenversicherung. Ich brauche sie einfach nicht. Seit 10 Jahren jetzt schon nicht. Und ich werde sie auch nicht brauchen, weil ich was viel Besseres habe. Sachen, die ich mir als Versicherter nicht
vorstellen konnte. Ich habe selbstheilende Kräfte wie jeder andere und ich habe die wieder nutzen gelernt, respektive, was heißt nutzen? Die lässt du einfach machen. Da muss man einfach wissen, dass das dann da gerade wieder heilt und es so wahrnimmt, sich am besten da reinfallen lassen, sich ins Bett legen, nichts anderes machen, dem Körper Ruhe geben, denn das ist, was er braucht zum Heilen. Im Stressmodus steht er so auf Schadensbegrenzung, aber im Ruhemodus regenerieren Zellen. Und wenn mein Körper signalisiert, ich habe gerade eine schwerere Regenerierungsphase vor mir, dann weiß ich, alles klar, Hammer fallen lassen, ab in die Kiste. Möglichst viel schwitzen, warm, viel kiffen, wenn du kannst, viel Tee trinken, wenn du möchtest. Also ne, immer, wenn du möchtest. Also jemand, der nicht kifft, ist, aber bei mir hilft das einfach sehr, weil das meinen Stoffwechsel dann halt richtig aufpusht. Und dann kann ich gut schwitzen unter einer warmen Decke. Und dann findet Heilung bei mir in kürzester Zeit statt. Zwischen Stunden und Tagen. Nicht mehr Wochen bis Monate, wie ich das früher mal hatte. Und dabei dann ärztliche Versorgung brauchte und hast du nicht gesehen. Und keine Ahnung, das ist alles... Wow, wenn die Leute von diesen Dingen wüssten, aber solange die versichert sind, kennen die natürlich immer nur das, was sie sich dann holen, weil sie es bezahlt bekommen. Da ist die Krux. So, das kann man aber selbst als Versicherter, wenn man das weiß, kann man ja trotzdem anfangen, sich für Alternativen zu interessieren. Das heißt, keiner muss von euch jetzt seine Versicherung kündigen. Fangt einfach an, euch mit euren selbstheilenden Kräften auseinanderzusetzen. So schwer ist das nicht. Schneid dir meinen Finger und guck dir dabei zu, wie die Wunde abheilt. Das macht die völlig von alleine. Da brauchst du gar nichts zu tun. Du brauchst es nicht zu machen, weil es dir schon tausendmal passiert ist. Und die einzigen Male, wo dann irgendwas schlimmer wurde, war, wo du unter Umständen die Pflege übertrieben hast. Natürlich gibt es Wunden, die gepflegt gehören. Das sind aber meistens Wunden, die schon so lange oder, ne, oder so akut, dass man das dann auch pflegen kann, respektive viele Sachen, die wir heute kennen, sind Folgeschäden, die überhaupt gar nicht auf. Da brauchen wir uns nie wieder drum zu kümmern, wenn wir demnächst an die Ursachen, an die Kerne der Probleme rangehen. Und unser am Kern in Bezug auf unser Wohlsein, ungesundes Verhalten umdrehen, wodurch das Problem sich automatisch löst, weil die Lösung umgesetzt wird. Das beinhaltet jedes einzelne Problem, dass es einen Kern hat, an dem ein bestimmtes Verhalten zum Problem führt. Änderst du das Verhalten, ist das Problem weg. Simple Kiste, so lebe ich seit Jahren ein problemloses Leben. Also meine Probleme, die ich habe, die da sehnen sich andere nach. Meine Probleme ist teilweise kein trockenes Blättchen zu haben, damit ich mir ein Tütchen rauchen kann. Also wegen sowas gehe ich nicht über die Reling. Es wird auf jeden Fall jetzt weiter lustig. Ich finde das sehr toll. Ich finde auch schon wieder lustig, dass da genügend Leute gerade genau wissen, woran es weitergeht. Ja, das wird gut. Das wird, ne, vergesst das bitte nicht. Dieses Spiel haben wir inszeniert. Ich wäre nicht auf diesen terranischen Nummernschildern rumgefahren, wenn mir nicht bewusst gewesen wäre, dass solche Sachen dabei rauskommen. Aber darauf bin ich ja aus, weil da kann ich der Borkenkäfer sein. Klar soweit? Und das kann ich in dem Moment dann für uns alle sein. Wenn ihr mir hinhelft, dann kleinen Moment. Momentchen. Hallo. Ich bin 5 Minuten. Ich bin noch live auf Sendung. Alles klar. Alles klar. Ups. So, das war nämlich die Gudrun. Mit der bin ich gleich verabredet. Wir gehen Kätzchen einfangen. Für das Katzenparadies hier, die da halt eben gerade ja, eingefangen werden müssen, weil die da so nicht überleben können.
Ich bin mal gespannt, das kann ich dann später erklären. Ich weiß auch noch nicht genau, was ich mir da jetzt vorstellen soll. Hat mich halt gefragt und ich habe ja gesagt. So, und ja, so geht das halt eben im Off weiter. Ne? Diese Gerichtsverhandlung ist jetzt ein Storystrang. Und da wird es, wie wir das kennen, immer wieder so Wartezeiten geben. Das ist wie ein Schachspiel. Ne? Die machen ihren Zug, dann mache ich meinen Zug, dann machen die ihren Zug, dann mache ich meinen Zug, bis Schachmatt ist. Bis sie keine Lust mehr haben, noch einen Zug zu machen. So haben wir das bisher immer hinbekommen. Einfach denen die Lust nehmen, ihre bescheuerten Spielchen mit uns zu spielen. Und je mehr wir da gerade mal dahinter stehen und zeigen, hey, ihr legt euch hier gerade nicht nur mit dem Bauch hier an, sondern eigentlich mit allen möglichen Leuten, die mit diesem System nicht mehr wirklich einverstanden sind und die das nicht mehr wollen. Und hier können wir gerade mal ein Statement setzen, weil das ist die Gelegenheit, auf die ich lange gewartet habe. Jetzt kommt das endlich. Wow, und ich kriege so richtig Gänsehaut, wenn ich dran denke. Das ist, es ist aufregend. Es ist definitiv Piratenleben. Yeah, Abenteuer. Ne? Und mit genügend Dingen, die mir das auch würzig machen, ne? Wo Gefahren lauern, hier musst du aufpassen, da musst du aufpassen und ne, vorsichtig. Aber mit dem Wissen auch, verdammt, ich bin ein guter Captain, ich brauche keine Angst zu haben. Ich fahre da durch. Weil ich das bis jetzt irgendwie immer geschafft habe. Warum soll ich daran zweifeln? Ich weiß gerade nicht, warum ich daran zweifeln soll. Ich kann das offensichtlich. Weil ich es auch die ganze Zeit mache. Und ja, keine Ahnung. Also, ja, wie hier schon die Nike schreibt, es wird nicht langweilig. Und dann sehen wir mal weiter, wie das jetzt dann halt. Oh boah, ich freue mich so drauf. Und das Ganze halt wirklich in Liebe und Freundschaft und auf Augenhöhe. Dieses System ausklinken. Das ist das, warum die Richterin so allergisch darauf reagiert hat, dass ich sie in aller Öffentlichkeit Liebe Schwester Clara genannt habe. Das heißt, ich habe meinen Briefverkehr mit ihr auf diese Weise geschrieben und das habe ich natürlich dann alles veröffentlicht. Sie empfand sich in der Situation als Richterin, die ich bitte als Autorität anzuerkennen habe und ich war so respektlos, das nicht zu tun. Allerdings habe ich meiner Schwester, meiner lieben Schwester Clara, der ich bis heute dankbar für diese ganze Show bin, den größten Respekt erwiesen, den ich konnte, sie nämlich als Mensch wahrzunehmen und nicht als das zu degradieren, als was sie sich gerade empfindet, war das sehr einschränkend in meiner Wahrnehmung. Also, ne, wenn ich das einfach das Wesen frei vor mir empfinde und nicht nur die Richterin, dann kann ich auch in ihr alles Mögliche sehen. Vor allen Dingen halt eben etwas, das ich gar nicht als Gegnerin anerkennen brauche, sondern halt eben eine Bindung dazu halten kann. Und das war für mich die Grundlage, weil ich auf Augenhöhe völlig anders mit Menschen sprechen kann und die nichts von dem, was ich gesagt habe, als Angriff verstanden haben, weil ich sie auch gar nicht angegriffen habe. Ich habe lediglich zu gewissen Punkten gesagt, so stopp mal, das ist eure Sichtweise, da gibt es ganz andere zu. Und ihr müsst nicht meinen, bloß weil eure eine gängige ist, dass das die einzige Realität ist. Offensichtlich nicht, sonst könnten wir gerade gar nicht so in der Art darüber reden. Und Spinner wie mich gibt es offensichtlich viele inzwischen. Vielleicht sind wir doch die Mehrheit inzwischen. Ich glaube ja, dass die kritische Masse längst erreicht ist. Nur noch nicht sichtbar. Aber ich glaube, die Leute, die keinen Bock mehr auf diesen ganzen Scheiß haben hier, die dürften mehr als die absolute Mehrheit sein. Ja, also, ne, ich freue mich darauf. Das wird ein Liebesspiel. Das wird wirklich auf Augenhöhe und das, ne, wie gesagt, ich habe keine Lust, mich mit denen anzulegen oder irgendwie die als Gegner wahrzunehmen. Das wird zu keinem Zeitpunkt passieren. Aber wenn die wirklich jetzt gerade noch mal unbedingt wollen tanzen, dann tanzen wir. Ja, ich freue mich. Lebenslust. Yeah. Alles klar. Ich verabschiede mich mal und gehe gleich ein paar Kätzchen retten. Der Hund bleibt hier. Du verjagst sie bloß. Das ist kontraproduktiv, mit dir Katzen einsammeln gehen. Mach das. Tschüss. Mit Friedensfinger. Und,
Ja, bleibt am Ball. Wir gucken, was passiert. Wir haben 2 Monate Vorlaufzeit. Die geben mir 4 Jahre Zeit, mich darauf vorzubereiten und dann noch 2 Monate Vorlaufzeit. Das ist ja, boah, das ist ein Geschenk, Leute. Da können wir so viel draus machen. Und ich freue mich über eure Mitgedanken und eure Gedanken zum Thema, auch wenn ich vielleicht nicht alles kommentiere oder, aber ich werde, ne, das ist bei mir nun mal so. Ich mache das hier vor allen Dingen für das Feedback, weil unsere ganzen Köpfe zusammen viel, viel mehr denken können als meiner. Ich nehme halt nur meine eigenen De Gedanken nicht mehr wichtiger als eure und eigentlich all diese als meine, weil ihr schenkt sie mir ja, ihr teilt sie ja mit mir, also stehen sie mir zur Verfügung. Und ich freue mich über jeden eurer Gedanken. Ich freue mich halt eben auch über jeden, der in der Lage ist, seine Gedanken oberhalb der Gürtellinie zu kommunizieren. Das ist halt das, wo ich einfach zwischendurch sage, hör mal, das geht so hier nicht. Wollen wir nicht. Und wenn du es nicht lassen kannst, dann kann ich dir helfen, drück auf den Blockier-Button. So simpel ist das. Ja, so, Live-Video beenden steht hier. Ich hoffe, die Qualität war okay. Dann mache ich sowas nämlich auch nochmal öfter. Bleibt am Ball, macht mit, teilt, kommentiert und liked. Das ist in den nächsten 2 Monaten das, was ich gerade nicht machen kann. Das kann ich meinen, aber da brauchen wir halt, und je mehr Leute gerade einfach liken, teilen, kommentieren, desto mehr bekommen wir gerade genau den Pool an Leuten, unter denen wir ausreichende finden, um die Show einfach durchzuziehen. Und zwar auf unsere Weise. Und den einfach mal zu zeigen, dass wir ganz anders können, ohne dabei gewalttätig werden zu müssen oder sonst irgendwas. Ganz anders. Aber die Schwester Clara kennt das schon. Ich bin mal gespannt, wer jetzt als Wächter mir dann gegenübersteht. Aber der Bruder oder die Schwester wird es nicht viel anders erleben. Beenden. Ciao!